Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Weiter geht's mit Fragen und Antworten, also meine Aspekte dazu. Und eine weitere Frage, die mir gestellt wurde oder um Anregung gebeten wurde. Ich bin Künstlerin und brauche jetzt dringend wieder eine Ausstellung und Präsentationsmöglichkeit. Es gibt da anscheinend Wartezeiten von etwa 2 Jahren und diejenige wünscht sich sehr, noch in diesem Jahr eine Ausstellungsmöglichkeit, eine Präsentationsmöglichkeit für ihre Objekte einfach zu finden, um Geldenergie damit einfach zu generieren. Und da kann ich einfach nur die Empfehlung geben, dass du dir im wahrsten Sinne des Wortes eine Zirkulage machst. Dass du dir eine Zirkulage machst, dahingehend, du nimmst dir einige deiner Bilder oder Objekte oder du nimmst dir aus dem Internet irgendwelche Bilder, die du dir anschaust, die genau für dich die Metapher darstellen, für deine Präsentationsmöglichkeit, für deine Vernissage, für deine Ausstellung, was auch immer du machst, und machst dir das auf eine Zielcollage. 4, 5 verschiedene Ausstellungsräume für deine Projekte, für deine Objekte, je nachdem, was du da einfach, in welchem künstlerischen Bereich du tätig bist. Und diese Zielcollage, diese 4, 5 verschiedenen Bilder, die einfach die Metapher für dich dafür sind, die druckst du dir auf ein DIN A4 Blatt. Und dieses Blatt nimmst du dann morgens, mittags und abends zur Hand und gehst alle Bilder, die für dich die Metapher für deine Ausstellung sind, einfach durch, gehst energetisch da rein und stellst dir vor, wie du in dieser Ausstellung, in diesem Bild eigentlich schon bist, wie Menschen um dich herum sind, wie sie deine Objekte, deine Kunststücke begutachten, sich an ihnen erfreuen und wie natürlich auch einfach Verkäufe daraus resultieren und du so eben entsprechende Geldenergie nochmal in dein Leben ziehen kannst. Denn dein Gehirn, dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Wirklichkeit beziehungsweise dem, was jetzt noch keine Realität ist. Wenn du das wirklich regelmäßig machst, vor allem morgens nach dem Aufstehen, so ein bisschen im Halbschlaf noch, diese Zielcollage in die Hand nimmst und alle 4, 5 Bilder durchgehst und gedanklich so da reinfühlst, als wenn du da drin bist. Dein Unterbewusstsein wird Wege finden, wie das ganz kurzfristig eben auch noch möglich sein kann. Natürlich darfst du parallel dazu auch ins Handeln kommen und nach möglichen Ausstellungsräumen Ausschau halten und dich auch mental in der Richtung darauf einrichten, dass du auch, selbst wenn du die Erfahrung gemacht hast, du hast mir geschrieben, dass da etwa 2 Jahre Wartezeiten sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. Auch das ist ja ein Glaubenssatz, den du dir angeeignet hast aufgrund deiner Erfahrungswerte. Wenn du diesen Glaubenssatz aber zum Beispiel dahingehend änderst, für mich ist in diesem Jahr noch eine wunderbare Möglichkeit da, meine Objekte auszustellen. Ich weiß zwar jetzt noch nicht wie, aber ich glaube fest daran, dass das in diesem Jahr noch möglich ist. Damit gibst du einfach die Entscheidung in der Richtung an das Universum ab. Und richtest dein Unterbewusstsein auch in die Richtung aus, dass das Universum einfach schaut, wie es dir in der Richtung noch Möglichkeiten offeriert. Und wenn du dann parallel einfach dich auf die Suche begibst, beziehungsweise nach Möglichkeiten Ausschau hältst, ganz neugierig wie ein kleines Kind, ich glaube, du wirst erstaunt sein, welche Türen und Toren sich da einfach noch öffnen können. Also Glaubenssatz auflösen, dass da auf jeden Fall eine Wartezeit von 2 Jahren drin sein muss. In diesem Jahr ist das noch möglich, eine Zielcollage erstellen mit möglichen Ausstellungsräumen. Diese Zielcollage wirklich 3-mal am Tag anschauen, vor allem morgens nach dem Aufstehen, wenn du noch so im Dämmerschlaf bist und abends auch vor dem Zubettgehen, damit du in dieser Energie einfach auch einschläfst. Einfach auch abends nochmal beim Einschlafen diese Bilder durchgehen und damit gibst du auch eine ganz starke mentale Ausrichtung an dein Unterbewusstsein ab, dass sich da eben mit dir zusammen quasi dann im Alltagsbewusstsein auf den Weg begeben wird. Und dann einfach loslassen, geschehen lassen und neugierig sein, gleichzeitig ins Handeln kommen und Augen und Ohren offen halten und dann wirst du
Ja, erstaunt sein, wie schnell in diesem Jahr eben noch was möglich sein kann. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung, ganz lieben Dank für dein Dabeisein, für dein Interesse hier und sage Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Irmgard.